Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkar-Oase. Ich hab mir heute einen kleinen Arbeitsunfall zugezogen. Ich habe mir schön den Fingernagel so quer, mittig eingerissen. Das zwiebelt ganz gut. So viel dazu. Tag Nummer 30, der vorletzte Tag. Es gibt auch nur noch einen großen und einen kleinen Umschlag. Ja, das sind die Eisbären. Und dann sind in dem anderen, weil die, was ich auf jeden Fall noch vermisse, sind die Pandas. Dann sind da wahrscheinlich die Pandas drin für morgen. Was mir jetzt auch nicht wirklich hilft bei den Dingen, die noch übrig sind. Wir haben noch eine ovale Karte übrig. Fantasie, Sommerfarben, Nordsee-Style, Meer und Wind, Wasserfall, Bach, Kochen, Backen, Cocktails und Grillabend. Ja, das wird lustig. Schon mal hinschreiben, mal ein bisschen vorgreifen. Ich habe noch überhaupt keinen blassen Dunst, wie ich das da reinbekommen soll. Ich meine, aus den Eisbären könnte man auch noch einen Bären machen, zur Not. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir jetzt Gedanken machen und mach mal kurz Pause. Wir sehen uns gleich. Ja, ich habe mich jetzt vorab. Ups, jetzt habe ich einen Wasserfleck drauf gemacht. Ich habe mich jetzt vorab für so eine Concertina, also Konzertkarte, die man so aufstellen kann, entschieden. Und zwar eine Slimline-Variante. Das Blatt ist, jetzt muss ich gerade mal drüber nachdenken. Moment. Ich habe das jetzt nämlich gerade mal. Ich wusste erst nicht, wie lange ich die Seiten hier machen sollte. Also diese Seite ist 22,5 und die ist 20. Und dann habe ich jeweils bei 7,5 gefalzt. Und hier, ihr macht euch hier eine Markierung. Diese Höhe ist genauso wie die Breite, also 7,5. Und von hier bis zur Spitze geht ihr dann quasi, schneidet ihr ab. Und dann wird gefaltet und dann ist die Karte fertig. Naja, fertig ist sie noch nicht, weil fehlt ja noch ein bisschen. Aufbauen so. Aber ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht was, noch wie. Naja. Und ovale Karte kriege ich auch übrigens nicht hin. Vielleicht mache ich was Ovales drauf, weil ich habe so eine große ovale Form gar nicht. Ich habe nur so eine kleine und damit kann ich zwar eine Minikarte machen, aber nicht mit den Motiven. Bei den Pandas wird es auch nichts werden, denke ich. Also oval muss ich irgendwie anders einbauen. Vielleicht hier, vielleicht woanders. Mal gucken. Ich suche mir jetzt erstmal die ganzen Sachen raus, die auf meiner Liste stehen. Und also wenn ich dazu was habe. Und dann gucke ich mal. Wieso ist denn das hier schon wieder? Schaltet schon wieder nicht? Schaltet, ja. Zoomt schon wieder nicht richtig rein. Gut, ich mache mir Gedanken. Bis gleich. So, ich habe jetzt alles durchforstet und rausgesucht, was ich so habe. Also ich habe ein paar Sticker in der Richtung. Ich habe sogar ein bisschen Papier in die Richtung gefunden. Ein bisschen ist gut, ein bisschen mehr. Ich habe Schablonen. Dann habe ich hier noch diverse Stempel. Auch also zu kochen und backen. Ich habe nur zu backen was und das sind fertige Kuchenstücke. Das ist das Einzige, was ich habe. Und Cocktails, mehr habe ich nicht. Hier sind noch maritime Stempel. Dann habe ich den hier gefunden. Den habe ich sogar, glaube ich, noch gar nicht angetastet. Diesen Block vom Action. Keine Ahnung, wann es den mal gab. Ist schon ein paar Tage her. Dann gab es hier noch so ein Craft Kit, glaube ich. So ein, nicht Craft Kit, Paper Kit. Paper Craft Set, so rum. Davon
lässt sich vielleicht das ein oder andere verwenden. Muss ich dann auch mal gucken. Ja, aber ich habe keinen blassen Dunst, wie diese Karte aussehen wird. Also ich werde jetzt erstmal, ja, ich werde mich jetzt erstmal in mich kehren und werde erstmal schauen, ob mir irgendeine Kombi einfällt, wie ich diesen Bären damit reinkriege. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt mal Verschiedenes vorbereitet. Unter anderem habe ich mir noch die Seiten, wo man was draufschreiben kann, selber gestaltet, weil die Sachen, die ich habe, die passen einfach alle nicht. Und bevor die Frage wieder kommt, für den einen Hintergrund habe ich die drei Farben genommen: Fossilized Amber, Brushed Kudori und Antique Linen. Und hierfür habe ich nur Mermaid Lagoon benutzt. Falls die Frage wieder aufkommt, was ich genommen habe. Ich versuche gerade irgendwie, die sind jetzt noch ein bisschen, ich habe auch das falsche Papier genommen. Ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr, nochmal von vorne anzufangen. Und so schlimm ist es dann auch nicht. So. So, wo habe ich denn den Spaß jetzt hingelegt? Hier. Ich bin nämlich irgendwie, ich weiß auch nicht. Es will nicht so fluppen mit den Ideen heute. Ich habe hier jetzt schon mal alles Mögliche vorbereitet. Hier hätte ich auch noch ein paar Holzteile. Eigentlich hätte ich es gerne so gehabt, dass ich. Wo habe ich es denn jetzt? Wo ist denn das letzte hier? Dass ich hier vorne Strand habe, hier Meer und hier hinten so eine. Ja, wie eine Insel oder so, aber das habe ich halt einfach nicht, weil ich hätte hier gerne einen Leuchtturm hingehabt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier jetzt noch kurz irgendeine Pseudo-Insel hinmache. Nachdem ich die blöden Schnippelchen hier abgeschnippelt habe. Ist ja leider, wenn man die raustrennt, diese Die-Cut-Dinge, haben die ja immer solche kleinen Näschen. Und ja, da ich das jetzt aber so nicht hatte, wie ich es mir vorgestellt habe und auch keine Lust hatte, das jetzt selber zu malen, weil das dauert einfach länger, ja, habe ich mich jetzt für die Variante entschieden. Trotzdem nervt mich, dass das da jetzt kein. Ich bräuchte im Prinzip auch so einen Untergrund. Wenn ich das jetzt nochmal. Stempel und abschneiden. Das sieht auch komisch aus. Woher nehmen? Woher nehmen? Ja, also ich muss hier nochmal drüber nachdenken, wie ich das löse. Ob ich vielleicht ein Stück von dem Designpapier hier nehme. Sieht zwar dann auch komisch aus, aber besser als nichts. Das sieht halt einfach blöd aus, wenn der so mittendrin hängt. Ich überlege mir das gerade nochmal und wir sehen uns gleich. Okay, ich habe jetzt irgendwie eine andere Idee. Es ist aber auch schwierig. So, jetzt müsste ich nur mal gucken. Das ist wahrscheinlich ein Ticken zu hell, um die Kanten nochmal zu brushen. Nochmal das hier ausprobieren. Brauche ich nur den richtigen Schwamm, wo noch nichts drauf ist. Ja, ganz vorsichtig. Ja, mein Pflaster hat hier gerade so sein eigenes Eigenleben. Dadurch, dass ich jetzt schon so viel Farbe an meinem Pflaster habe, muss ich jetzt aufpassen, wo ich hinlatsche. Ich weiß jetzt nämlich aktuell auch gerade nicht. Man sollte sowas echt im Bastelzimmer haben, auch wenn es nicht beim Basteln passiert ist. So. Ich bin schon wieder drauf gefasst. Ich
Ich will keine rosanen Wellen. So, und das mache ich jetzt, glaube ich, hiermit. Na, das sieht nichts aus. Ups. Da brauche ich etwas Dunkleres. Mal, ob das hier besser ist. Bisschen. Man könnte es auch weglassen, aber ich mache es ja zu gerne. Außerdem habe ich die Teile für viel Geld gekauft. Also müssen die auch benutzt werden. Also die Distress. So. Und jetzt kommt noch alles zusammen, hoffe ich. Ich habe nur immer noch keine Ahnung, wie ich das vorne dekoriere. Das ist dann das, wo man noch drauf ist. Das ist mittlerweile trocken, wo man dann noch drauf schreiben kann. Ich hatte das jetzt schon mal ein bisschen geföhnt. Es ist halt, wenn man das falsche Papier nimmt, das noch nass macht, ist das nicht die beste Idee. Aber weil ich die Mattung mit dem Papier gemacht habe, wollte ich dann nicht mit einem Aquarellpapier kommen, weil das hat halt einfach ja, so einen anderen Farbstich, sag ich mal. Wobei, das sieht jetzt auch ein bisschen, das sieht jetzt auch nicht mehr so weiß aus wie das, aber egal. So, dann kommt das Kleine hier hin. Ihr müsst halt nur aufpassen, wenn ihr so eine Karte machen wollt, dass ihr, je nachdem wie rum ihr es habt, was man außen sieht als Motiv, ne, müsst ihr halt gucken, wie rum ihr das Designpapier schneiden müsst. Das war bei mir nämlich eben auch nochmal so ein Gefummel, als ich das vorbereitet habe. So, und das war am nassesten. Ne, das ist aber auch trocken. Also man merkt erstmal, wofür man einen Daumen so alles benutzt, wenn man ihn sich verletzt hat. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das ist, mir ist vorhin die Kiste mit dem Papier aus der Hand gerutscht und ich wollte die gerade noch so fangen. Da habe ich die Englein singen gehört. So, jetzt haben wir hier noch den Strand. Und auf der anderen Seite noch das Wasser. Hinter mir grunzt es, das ist mein Hund. Nicht wundern. Ich meine, die meisten haben ihn früher oder später schon mal grunzen gehört. Die wissen schon Bescheid. Was ist denn das? Bin ich denn da hängen geblieben? Nee, ist nicht so schlimm. Ist Struktur. die meisten kennen den kleinen Grunzer ja schon. Zumindest vom Ton. Aber was soll's. Er darf vor sich hin schnarchen. Er hat ja heute schwer gearbeitet. Ich habe ja heute, war heute Morgen im Büro und wenn ich arbeite, muss er ja auf die Wohnung aufpassen. Das ist ja seine Arbeit. Also darf er jetzt auch grunzen. So, es sieht jetzt noch ein bisschen unspektakulär aus. Da muss noch ein bisschen Deko drauf. Ich habe gerade so überlegt, wenn ich den hier hin mache. Ich habe ja meine Eisbären, die noch irgendwo hin müssen. Die sind auf einer Scholle gereist und sind jetzt auf dem am Leuchtturm gelandet. Den klebe ich, glaube ich, so auf. Ich überlege gerade, ob ich den auch noch ein bisschen inke. Nee.
Uah. Oh Mann. Chaos basteln. Chaos basteln live. Naja, live nicht ganz, aber in Farbe. Ich rede heute ein Müll. Aber ich habe auch immer noch. Mir tut der Daumen weh. Ich habe eine Entschuldigung. Es ist einfach blöd. So. Die Innenseite sitzt. Außen sieht man nur den Leuchtturm und ein Hundehaar. Was war denn, wo ist denn? Es ist schon wieder alles so durcheinander hier auf meinem. Ach, jetzt weiß ich, was ich. Ach, ich habe aber keine Korallen zum Stanzen, glaube ich. Ich hätte hier gerne noch so irgendwas Ausgestanztes gehabt, aber ich habe keine Korallen. Okay, ich gebe mich ich begebe mich mal auf die Suche, ob ich irgendwas habe, was hier noch zu passt. Und dann sehen wir uns gleich. So. Geht's weiter? Ja, es geht weiter. Oh, wei, wei. Chaos basteln. Mehr sage ich dazu nicht. Ich bin jetzt fertig, denke ich. Es ist halt, ich finde es halt gerade ein bisschen nervig, dass ich irgendwie keine Stanzen für See habe. Also, ich hatte mir ja mal welche bestellt und da kamen ja die falschen. Ja, und da habe ich ja nie wieder mehr welche. Versucht zu bestellen, das sollte ich echt mal nachholen, weil ich habe echt nichts Muscheliges, nichts Seefertiges, nichts, ne? Ja. Gut. Ist jetzt egal. Das ist meine fertige Karte. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo habe ich denn mein. Ich fürchte, das liegt unter dem ganzen Stapel hier. Oder? Okay, ich finde gerade mein Buch nicht. Das werde ich gleich mal suchen. Erst zeige ich euch die Karte. Das ist meine Concertina-Karte, also Konzertkarte, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die, ne, so ein bisschen anmutet. Wenn man sie aufklappt, kann man hier noch was reinschreiben. Hier theoretisch noch was reinschreiben. Und auf der Rückseite findet dann die Einladung zum Cocktailtrinken am Strand statt. in Sommerfarben. Könnte auch eine Einladung zum 50. für Cocktailtrinken am Strand sein. Das, wo habe ich denn? Ich suche mal kurz mein Buch. Moment. Mein Bastelzimmer frisst meine Sachen. ja, also hier Einladung zum 50. da oben. Habe ich auch noch. Also man kann ja hier theoretisch jeden Anlass. Ich hatte auch überlegt, ob ich in eins noch die Backwaren mache, so nach dem Motto, es gibt Kaffee am Strand und später Cocktails. Deswegen hake ich das jetzt einfach mal mit ab. Grillabend theoretisch auch. Meer und Wind. Es weht. Sommerfarben, Nordsee-Style, Oval habe ich benutzt als Aufbapperl und Fantasie, weil, ja, wegen dem Eisbär, weil der Eisbär ist ein Meerbär jetzt geworden und geht auch zur Cocktailparty. Ja, Grillabend, Wasserfall und Bach habe ich noch übrig. Wobei, es ist dasselbe, ne? Man könnte hier auch den Grillarm noch mit reinpacken. Aber auch dafür habe ich keine Stempel. Und auch sonst nicht wirklich was. Also, es tut mir wirklich leid, aber das kann ich nicht bedienen. Den Wasserfall und den Bach wird auch nicht einfach. Da habe ich auch eigentlich nichts. Und ich weiß, dass ich die Pandas übrig habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich die da drauf bringen soll morgen.
Naja, dass ich das jetzt alles in eins gepackt kriegt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr meine Konzertkarte findet. Man kann sie dann auch so aufstellen. Ich nehme euch mal kurz wieder runter. Upsa. So, ist natürlich das Licht Käse. So. Ja. Ich denke, die gefällt mir. Okay, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet, ob ihr was anders gemacht hättet. Und ich war auch diesmal mit den Nuvos sehr sparsam. Ich habe hier nur vier kleine rote Pünktchen gemacht. Für morgen, das kann ich ja jetzt schon lüften, ist zu viel gesagt. Ich weiß, dass ich noch Pandas hatte. Ja, genau. Die von der Gerda Steiner. Die gibt es dann morgen. Irgendwas mit dem Wasserfall. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weil jetzt noch Vorschläge machen, das wären dann wieder zu viele für morgen. Deswegen würde ich es auch so beibehalten, dass wir für morgen keine Vorschläge machen und ich mache etwas. Ja, ich muss mal gucken, was ich noch so in meinem Wunschkartenrepertoire habe, was ich noch nicht gebastelt habe, was ich aber gerne machen möchte. Und dann schaue ich mal, was ich daraus zaubern kann. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Samstag. Wir sehen uns dann morgen. Fühlt euch geherzt. Ciao.